Song der Belgier mit links. Kreditstadion in Nürnberg und gönnen uns zunächst mal den Blick auf die Tabelle. Da werden Sie sehen, dass der Club im Moment 7 Punkte Vorsprung hat vor der Abstiegszone und unsere Datenexperten haben mal ein bisschen durchgerechnet. Durch verschiedene Paarungen da unten rum ist es so, dass den Nürnbergern heute bereits 1 Punkt gegen Gladbach reichen würde, um definitiv die Klasse zu sichern. Und dann können Sie sich vorstellen, werden die Nürnberger Kneipen heute Abend natürlich Überstunden schieben. Ob es für den 1. FC Nürnberg tatsächlich den Tag der Erlösung gibt, das verrät Ihnen jetzt Ihr Kommentator Thomas Herrmann. Tja, Mensch, es wäre wirklich erlösend, wenn Präsident, Manager und Trainer endlich endgültig den Daumen heben würden für eine weitere Zusammenarbeit. Bei Klassenerhalt heute geht es vielleicht dann ganz schnell und Meier würde sogar eine Laola bei den Fans feiern, zum allerersten Mal dann. Oh, Herr Meier, das würde heißen, noch 4 Jahre Club. Nicht schlecht. Seine Franken, die Hausherren in den dunklen Trikots, 4 Wechsel beim Meier-Team im Vergleich zur Dortmund-Niederlage. Unter anderem vorne Kießling wieder für Schrot. Fehler von Pinola, Raphael hat die Kugel, dann Song. Ja, die Gäste aus Gladbach offensiv aufgestellt. 4 stürmische Jungs sollen es hier richten. Im Frankenland. Hier Christiansen auf links, dann auf Pinola. Da steht Vitek nach 6 Minuten, aber er stand nicht gut zum Ball, deshalb kein Druck auf dem Schuss. Robert Vitek, das Ass des Jahres 2006, den Ball zu sehr in den Rücken gespielt. Weiter 13 Saisontore. Die zu Beginn komplett ausgeglichene Partie kippte ganz langsam Richtung Frankenpower. Da haben wir Pollack, Kießling und dann der blonde 1,91 Mann in der Zange gegen Sierantonio und Svensson. Ein Aufschrei ging durchs Weite rund, aber kein Elfmeter, sagt Schiri Weiner. Ganz schwierige Kiste, Tendenz aber sauber. Dann Einwurf Pinola, viel über links beim Club in der Anfangsphase. Vitek, Zajenko. Da kommt Vitek und eine blitzsaubere Kombination zum 1:0 für die Rot-Schwarzen nach 14 Minuten. Jetzt wäre der Klassenerhalt endgültig klar und sicher und Meier würde endlich Ja sagen. Abseits-Fragezeichen bei Vitek auf Zajenko. Nein, die klare Antwort. Auf die 1/10 Sekunde rechtzeitig gespielt, auch hier. Nochmals der Einwurf von Pinola, Kießling, dann weiter Svensson und Sierantonio haben sich im Irrgarten von Zajenko und Vitek klassisch verlaufen. Vitek, sein Anspiel auf Zajenko, also er bekommt für dieses Tor auch noch einen Assistpunkt. Tor Nummer 14 für den Slowaken. Ein typischer Meier beim Führungstreffer, nur der Zungenroller. Ja, ja, die Gäste aus Gladbach haben nur eines der letzten 7 Spiele gewonnen. Trainer Horst Köppel wird immer wieder in Frage gestellt. Und der Club kombinierte bis zum Strafraum recht gefällig. Da kommt Pinola mit einer starken Partie, bislang kämpferisch und auch spielerisch. Das Foul von Sierantonio gegen den Argentinier. Sierantonio wollte noch an die Kugel, knapp verpasst, ist auch daneben. Dann der Freistoß gegen die weiße Mauer. Pinola, der Gefaulte. Selber. Horst Köppel, wann bekommt er endlich Gewissheit? In den Kombinationsfluss der Klubberer, dieser Konter der Gäste. Eine seltene Angelegenheit. Kluge. Raus auf Janssen, den Nationalspieler, gegen Reinhardt. Das Youngster-Duell. Kein Abnehmer, aber Pinola zur Ecke. Und auf die wartet, genau, Raphael. Draußen Polanski. Und Sierantonio zum 1:1 nach 34 Minuten. Ein wunderschönes Kopfballtor, ohne Zweifel. Der Ausgleich für Gladbach. Nicht Fukal war es, sondern Sierantonio. Wir gucken gleich auf die Zeitlupe. Schön, wie Sierantonio sich freiläuft und auch Vitek verwirrt.
4. Fukal irritiert und sieht Antonio an die Hose noch von Glauber. Sein drittes Saisontor schon. Gute Nummer für einen Abwehrmann, Herr Köppel. Einwurf, Fukal. Auf Kluge, Kluge, Pfosten. Und da ist Zonk und staubt ab. Und es ist ein Ding. Gladbach führt 2:1 nach 35 Minuten. Ein Doppelschlag binnen 120 Sekunden. Und der Club ist wieder weit weg vom sicheren Klassenerhalt. Nochmals das Ganze. Fukal. Pollack nicht gut gegen Kluge und Zonk reagiert schneller, hat es natürlich auch leichter als Minari, keine Zweifel. Auch sein drittes Saisontor schießt Zonk, der Belgier, mit links. Das schwächste Auswärtsteam der Rückrunde hat zugeschlagen. Und wird es vielleicht doch nichts mit der Fan-Laola, Herr Mayer? Dann Keller. Und das Duell Cantalupi gegen Raphael. Und da muss Cantalupi etwas zu Raphael gesagt haben oder gemacht haben, was dem Angolaner richtig wehgetan haben muss, was ihn richtig getroffen hat. Denn der war nicht mehr zu bremsen, aus der Fassung. Der wollte Cantalupi immer wieder an den Kragen und alle mussten ihn bremsen. Was hat Cantalupi gemacht oder gesagt? Horst Köppel draußen recht ruhig. Und dann bekommen nach einer Beratung Glauber und Raphael die gelben Karten. Und Raphael verzweifelt. Hey, der war's doch. Der da. Cantalupi, Mensch. Hier irgendetwas vom Schweizer zu Raphael und der flippt aus. Ein Nasen-Mund-Gequetsche vom Allernächsten, aber wirklich nicht lustig, weil Raphael einfach sehr angeschlagen ist. Also mit einem Aufreger geht's in die Pause. Die kühlen sich ab und sie können gewinnen mal wieder. Cantalupi, ein Rückblick, das ist der Weg in die Kabine. Cantalupi soll gespuckt haben, heißt es. Raphael auch in der Kabine noch außer sich, deshalb hat Köppel ihn ausgewechselt. Für Raphael jetzt El Fakiri in der Partie und der Club jetzt schon unter Druck. Dann das Foul von Janssen an Reinhardt. Blitzschnell ausgeführt von Cantalupi auf Wittek und Keller, der Sieger. Das Warten auf Meier geht wohl weiter. Also der Club wie gegen Kaiserslautern. Erst vorne, dann hinten. Und was kommt denn jetzt? Janssen am Ball und Reinhardt jetzt an der Kugel. Und das Foul von Janssen so sofort entschieden von Schiri Weiner. 11 Meter, 52 Minuten gespielt. Wir gucken. Janssen lässt sich die Kugel hier abluchsen. Aber dann Elfmeter, hat der den getroffen? Tendenz nein. Nein, ich bleibe dabei, den musste wirklich nicht geben. Wittek, sein dritter Elfmeter in dieser Saison, bislang 2 Treffer. Keller, der Held, weiter 2:1 für Gladbach. Also, wenn man so will, hat die Gerechtigkeit dann doch gesiegt. Wittek verschießt seinen ersten Elfmeter. Und wie saß Meier? Er erklärt Glauber irgendetwas und dann, oh oh, verschossen. Gucken, Kopfschütteln. Spannende Partie mit allem, was halt so dazugehört. Zuletzt 5 Heimsiege des Clubs in Folge und sie kamen jetzt mit Sajenko. Starke Partie auf rechts. Und da ist Pollack und macht seine erste Bude, sein erstes Tor für Nürnberg und ein richtig tolles 59. Minute. Das Easy Credit Stadion zurzeit uneinnehmbar. Fragezeichen Sajenko bereitet sein 8. Tor vor und Pollack, der Tscheche, gegen die Laufrichtung von Keller und deshalb chancenlos. Sehen wir hier nochmals in der Einstellung sehr gut. Dann Einwurf Pinola.
und das Foul von Fukal an Wittek. El Fakiri ungläubig, Keller der Dirigent und draußen steht Cantalupi. Was hat der Cantalupi gemacht, der Schweizer? Cantalupi und der Teufelskerl Robert Wittek hat doch wieder zugeschlagen. Nach dem Elfer einmal geschüttelt, abgeschüttelt die Pleite und dann getroffen. Wird das hier der 6. Heimerfolg in Folge? Das wäre Rekord für den Club. Das 3:2 für Nürnberg, alles so gelaufen bisher wie gegen Lautern. Cantalupi und Wittek, sein 15. Saisontor. Das 2. mit dem Kopf. An 19 der letzten 22 Tore beteiligt. Wittek gegen Janssen, der Tick schneller. Wieder ein Doppelpack vom Slowaken, 24 Jahre alt. Und Meier neben dieser Dame und bei diesem Tor auch noch so super cool. Was will er denn noch mehr? Aber Gladbach gab nicht auf, kam mit Neuville gegen Reinhardt. Immer noch Neuville und da ist Schäfer und Kluge versucht es raffiniert. Immer noch 3:2 für den Club. Und wieder die Gäste, die jetzt auf den Ausgleich drängten. Wieder mit Neuville. Gerade war er links, jetzt rechts und Song knapp drüber. Mensch, Gladbach bislang nur einen Auswärtssieg gelandet, aber die Klubberer machten Druck. Kamen mit Robert Wittek gegen Philipp Dahms. Was macht denn der Wittek da? Er wartet und wartet. Und dann der Ball für Sajenko und er macht das Tor dann ganz cool. Welch eine traumhafte Co-Produktion. Sajenko der Vorbereiter, Sajenko der Torschütze, Wittek der Vorbereiter, Wittek der Torschütze. Dieses Duo ist zurzeit einfach gigantisch. Dahms greift nicht entscheidend ein, zu zögerlich, zu zahm. Und dann der Blick, das Warten für Kumpel Sajenko. Und wir genießen nochmals diesen unwiderstehlichen Wittek. Strotzt vor Selbstvertrauen, vor Zufriedenheit und vor Fußballlust. Mensch, der Meier regt sich. Richtige Emotionen gezeigt. Nicht wie sonst immer nur innerlich. Aber das ist noch nicht alles. Kiesling, Sajenko, Kiesling, das 5:2 in der 89. Minute, das war das Schlussresultat, ein Hammer. Und dann wurde es dunkel, das Flutlicht wurde runtergedreht, Endstand 5:2. Und da ist der Meier in der Laola-Stellung mittendrin, willkommen im Glück. In 30 Sekunden geht's hier weiter im Frankenland. Des 1. FC Nürnberg feiern enthusiastisch ihren Erfolgstrainer Hans Meier. Unglaublich, was er mit seiner Mannschaft geleistet hat. Mit 14 Punkten ist er in die Rückrunde gestartet und jetzt hat er 2 Spiele vor Schluss. 40 Punkte auf dem Konto. Der Klassenerhalt ist endgültig und sicher eingetütet. Und Sie können sich vorstellen, liebe Zuschauer, heute Abend an einem Dienstag wird in Nürnberg sicher mehr los sein als sonst an einem Samstagabend. Mittendrin im Glücksgetümmel unser Reporter Markus Gehstedt und der hat natürlich zunächst mal den Erfolgscoach befragt. Sie haben gesagt, wenn der Klassenerhalt geschafft ist, dann werden Sie sich äußern, ob Sie bleiben oder nicht. Jetzt ist der Klassenerhalt geschafft. Ich habe es schon zwischenzeitlich immer wieder gesagt, lasst uns das mit dem Klassenerhalt auch richtig dicht machen. Der ist ja jetzt dicht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich unterschreiben werde. Und das wird in den nächsten Tagen ganz sicher passieren. Also Wahrscheinlichkeit 100%? Nein, 99%. Ich habe da noch ein, zwei Klauseln drin. Jetzt nach dem 5:2 muss man natürlich auch nochmal über das Geld reden, das ist ganz klar. Was? Gehen Sie davon aus, dass ich auch im nächsten Jahr
hier in Nürnberg beginne. Mehr sollte man nicht sagen, weil man im Fußball nie weiß, was nach vier Spielen los ist. Kurz vor der Pause sind Sie aneinander gerasselt mit Nando Raphael. Er behauptet, Sie hätten gespuckt. Was ist da wirklich passiert? Ich weiß auch nicht, warum er sich so aufgeregt hat, weil er hat mir fast das Auge rausgerissen. Dann kommt er Kopf an Kopf und dann dachte er, er will mir wirklich einen Kuss geben. Und ich war nur Lippe an Lippe. Keine Spucker? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja in den letzten Wochen haben wir ja die Scheiße mit den Ruten und alles. Welcher Dumm, wenn ich das machen würde. Das Spiel mit einer Tätowierung an der Wade, was bedeutet die? Das bedeutet, das ist meine Frau und meine Tochter, welche ich muss bedanken für alles in die schlechte Zeit. Welche ich habe die Vorrunde und ich habe schon fast 4 Monate auf der Wade, aber bringt mir viel, viel Glück. Und wir gratulieren.